So, der Mann beim Dumpen. Wir halten schon Verkehr auf, aber that's immer not our problem. Bleiben. Immer locker bleiben. Ist er Kaka oder ist er schon Grey? Erste immer Kaka, zweite immer Grey. Und das ist der Erste? Das ist der Erste. Mmh. Ganz was Feines. Mmh. Da kommt es da aus dem Tank. Ja. Dadurch dieses Rohr. Genau. Wir haben alles hier in der Kiste drin. Ich habe auch normalerweise alle Anschlussteile. Ich möchte jetzt nicht da durchlaufen. Aber irgendwie passt das Anschlussteil nicht da drauf. Deswegen haben wir jetzt erstmal das nur da reingesteckt und haben noch im Stein beschwert. Spülen das nachher mit dem Wasserding da alles aus. Und gut, dass wir uns eben schon Wasser geholt haben. Weil das ist kein Drinking Water. Aber ist okay. Es rauscht noch ein wenig. Ja, da passt ganz schön viel rein. Also von daher. Ja, und hier, ne? Die moderne Hausfrau von heute hat natürlich auch extreme. Schön in Schwarz. Extreme Handschuhe. So. Gut. Jetzt kommt Grey. Jetzt kommt halt Grauwasser. Wenn nicht mehr so also viel alles vom Waschbecken und. Genau, jetzt kommt Waschbecken, Dusche und so weiter alles. Ja. Ich hoffe, der hat das eine Video gerade gespeichert. Da war ein Anruf. Es hat aber nicht geklingelt. Dann ist der Ton vielleicht aus? Ich kam nicht stören, stand drauf. Ach so. Okay. Weil wenn man hier eine Telefonnummer irgendwo angibt, ist es ganz furchtbar. Die Nummer, die wird sofort weitergegeben an 100 Stellen, 1000 Stellen, Millionen Stellen. Es gibt ja ganz viele Scheißanrufe. Unser Auto nochmal versichern wollen oder weiß er das. Ja, nochmal zum Dampfen. Also Schwarzwasser groß, Grauwasser klein, kann man doch eigentlich ganz gut sehen. Und wir haben noch so ein Ding dazwischen gebaut und das ist so ein Waste Valve. Das ist ein Spezialventil. Also hier kommt normalerweise dieser Deckel drauf und dann ist er zu. Jetzt, wenn dieses Ventil aber nicht ganz dicht ist hier, dann läuft da immer so ein bisschen Kakapipi da rein in diesen Bogen. Und wenn man hier aufmacht, dann hat man die ganze Sauerei auf den Fingern. Damit das nicht passiert, haben wir uns nochmal so ein Sicherheitsventil geholt. Das haben wir hier drauf geschraubt und unten kommt ein Deckel drauf. Und das ist immer zu. So, und das machen wir als erstes auf, bevor wir den aufmachen. Ganz einfach. Wir stecken da dann den Schlauch drauf, dann machen wir das auf. Und das, was sich hier gesammelt haben könnte, läuft dann schon mal ab. Und wir haben saubere Handschüchchen. Naja, ne, saubere Handschüchchen. Viel dazu. Dann öffnen wir es, den schwarzen. Dann lassen wir den erst als schwarzer laufen und dann spülen wir quasi den Schlauch nochmal mit dem grauen. Ne? Und wenn jetzt schwarz, so, schwarz hat sich erledigt. Schwarz kann dann zu. Die Grau läuft noch. Und zur Not könnte man noch ein bisschen rauschen. Wir haben hier auch noch eine. Wir haben eine Außendusche da. Da ist noch eine Außendusche. Ja. Hier kann man nochmal die 100. Beleuchtung ist hier drin. Hier, sogar, hier ist alles mögliche an Anschlüssen nochmal drin. Alter Telefonanschluss, Satellitenanschluss fürs Fernsehen. Also außen alles so aus den 90ern. Kann man ne? sich noch hier hinstellen. Genau. Beim Dampen. Ja, Dampen. Gut, ich habe keine Lust auf den Geruch. Ich gehe jetzt. Ja, ja. Mach mal gut. Mach's mal gut. Tschüss. Tschüss.